Willkommen zurück zu The War. Es geht weiter und wir starten nun direkt in das letzte Kapitel. Das letzte Mal haben wir gegen unser Schicksal gekämpft, mit Erfolg natürlich. Das ist der Ort, an dem der Turm gestanden hat. Gar nicht wiederzuerkennen. Wir sollten keine Zeit verlieren und nun Shinnochi und den General uns vorknöpfen. Okay, also nichts mit großer Basis hier, wie man sieht. Oh, das sieht sehr episch aus und doch haben wir hier nochmal die Möglichkeit zu rasten, was ich auch sofort in Angriff nehmen werde. Ich werde auch selbst rasten und mir dieses Finale aufheben, doch für euch geht's natürlich weiter in wenigen Sekunden. Jo, und da bin ich wieder. Es geht weiter hier im letzten Kapitel zu The War. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier noch möglich ist. Wahrscheinlich nicht mehr viel. Ich werde jetzt garantiert nicht weglaufen. Shinnochi wartet. Okay. Da steht noch jemand. Kein schöner Anblick, dieser Ort. Ich bin nachgekommen, um euch wenigstens ein bisschen zu unterstützen. Das ist nett, dass hier nochmal ein Verkäufer eingebaut wurde. Könnte ich sogar wirklich gebrauchen. Wir haben jetzt eine Spritze, stellt die HP vollständig wieder her. Ist das legal? Egal, ne? Aber ich überlege es gerade für 50. Ich glaube, ich hole mir lieber diese Tabletten. 330. Warte mal, viel habe ich von denen noch? Ne, da habe ich ja so 16 Stück. Dann hole ich mir doch mal lieber so 3 Stück davon für den Notfall. Dann die Energie vollständig wieder her. Habe ich 6 Stück, das reicht eigentlich. Schutzengel habe ich 7 Stück, müsste auch reichen. Goldene Tugend benutze ich eh nicht. Gegengift habe ich. Blutreiniger, heilt Toxin, ist aber auch schmerzhaft. Aha. Aber trotzdem, Gift zu entfernen würde ich sehr begrüßen. Da kaufe ich mir mal 5 Stück. Wecker habe ich noch genug und das war's. Okay. Das ist alles, was ich für euch tun kann. Außer euch viel Glück zu wünschen natürlich. Ja, das werden wir sicher brauchen. Der letzte Kampf eventuell. Der wird kein einfacher sein. Vermute ich mal ganz stark. Aber es wird nicht der letzte Part. Was ist das? Nun, das ist das Ding, von dem ich sprach. Oh, wenn es hier weitergeht. Ich wollte aber noch in das Haus da oben links rein. Scheint ja eine Art Portal zu sein. Viel Glück dann. Wie war's? Du gehst jetzt? Hab ich doch gesagt. Ich muss leider weiter. Aber ich habe euch meinen... ich gebe euch meinen Segen. Nun behalt... den bald mal lieber. Wir werden dich vermissen. Aber sowas von. Besuch uns doch mal wieder, wenn wir Shinnochi besiegt haben. Würde ich ja gerne. Aber ich kann leider nie wieder donnen. Nun gut. Da, was nicht sein darf, darf eben nicht sein. Wir alle wünschen dir auch viel Glück bei deiner Mission. Auf Wiedersehen, Eugen. Dankeschön. Ich stehe dann mal. Eugen, der legendäre Rekrut, verlässt die Gruppe und zieht seines Weges. Doch so ist es besser für alle. Sehr mysteriös, dieser Eugen. Ich werde ihn ein bisschen vermissen, glaube ich. Schade eigentlich. Vielleicht wäre es Shinnochi mit ihm als Opfer zufrieden gewesen. Ich glaub's ja nicht. Ja, das Portal, jetzt kann ich doch nochmal da oben rein, das ist gut. Na gut, es ist nicht Shinnochi, also es ist optional. Hallo. Shit, da hätte ich Eugen noch gebraucht, Eugen. Oh, geile Mucke. Yeah, das geht ab hier. Geil. Genau mein Ding. Come on.
Okay, das läuft nicht gerade gut. Ich wollte eigentlich... Warum hat Tuxi nicht geheilt? Habe ich wieder was vergeigt oder so? Kyle ist tot. Mina ist tot. Kyle ist toxiniert. Das müssen wir nochmal machen. Schutzengel erstmal. Ja, mal gucken wegen Toxin. Warum hat denn das? Ich habe extra diese Items gekauft. Ja, ihr kennt mich ja. Ich bin dann extra ruhig, wenn so geile Mucke kommt hier. Item. Ach nee, ich habe Gegengift. Das ist nicht das Richtige. Das ist ja gegen Vergiftung. Aber Toxin, da brauche ich das. Aber Blutreiniger ist auch schmerzhaft. Wenn er jetzt Schaden bekommt, ist er tot. Wenn ich es richtig verstehe. Deswegen, ich werde mich erstmal heilen mit einer Spritze. Weil er ist gerade auf 1. Also los. Heil dich. Jetzt. Blutreiniger. Und der Kampf kann weitergehen. Wer ist dran? Ich, okay. Oh, Mina ist schon wieder tot, verdammt. Sehr coole Mucke im Hintergrund, deswegen war ich jetzt natürlich auch so ruhig. Schutzengel auf Mina. Und weiter geht's. So, als nächstes würde ich gerne Dingens heilen, wenn Mina mal dran käme. Egal, wir haben den Drachen besiegt. Yay! Und das befördert Ring auf Rang 10. Wiederbelebung. Wiederbelebung gelernt. Ja, das ist doch eine Belohnung, die ich brauche. Wow, ein mächtiger Gegner. Sag ich anscheinend. Wow, ein mächtiger Gegner. Hey, an dem könnten wir unseren Rang steigern. Ob er wohl jemals müde wird? Ach, ich kann den immer wieder machen. Das ist cool. Aber das mache ich nicht. Einmal reicht. Einmal ist gut. Ich glaube, ich kaufe noch mehr von diesen Toxin-Dingern. Weil Gegengift, ja... Es ist ein Unterschied, man hat's gemerkt. Warum sollte ich auch noch Geld sparen? Es ist wahrscheinlich der letzte Moment, wo ich was kaufen kann. Also, wie viel habe ich? Ich kaufe da mal noch 6 Stück. So. Und ansonsten diese Spritzen noch. 3 Stück, jetzt haben wir insgesamt 5. Sehr cool gemacht. So, wir haben kein Geld mehr. Wir gehen jetzt nochmal schlafen, speichern. Das war wahrscheinlich auch der letzte optionale Boss. So, aber wie gesagt, es ist nicht der letzte Part. Wir werden alle Endings noch machen. Kinemod hat mir da schon einige Hinweise gegeben, die ich mir noch nicht durchgelesen habe. Das mache ich, sobald ich es einmal durch habe. Und dann zeige ich euch in Bonusparts die anderen Endings. So, aber jetzt. Möchtest du wirklich das Portal betreten? Ein Rückweg ist ausgeschlossen. Ja. Auf geht's, meine Freunde. Dieser Ort. Er ist so trostlos. Und tot. Kyle, erinnerst du dich an das, was ich dir über meine Träume erzählt habe? Ja, ich glaube. Dieser Ort ist der von meinen Träumen. Tatsächlich. Jetzt verstehe ich deine Sorgen. Leute! Dort steht der General. Seht! Die Friedensdimension. So wird unsere schöne Welt auch bald aussehen, Kyle und... Isaac und... Mina, Herr General. Du warst gar nicht eingeplant. Doch das tut nicht zur Sache. Seht her! Das alles hier wird bald unter unserer Kontrolle sein. Das hier könnten wir unseren Feinden antun. Also doch. Herr General, was planen Sie wirklich? Ist das die Zerstörung der Welt? Wo denkst du bitte hin? Nein, mit Shinnochi an unserer Seite haben wir im Krieg nichts mehr zu befürchten. Sie wollen ihn auf unsere Seite bringen? Ha, genau. Das grenzt an Wahnsinn. Haben Sie nicht gesehen, was er mit dem Turm angestellt hat? Phänomenal, nicht? Das ist krank. Seine Kraft kann man doch nicht einfach kontrollieren. Warum denn nicht, Isaac? Der General findet wie immer bestimmt einen Weg. Och Gott, dieses blinde Vertrauen, ey. Nun... Ein Versuch sollte man schon wagen dürfen. Ich weiß ja nicht. Im Namen des Friedens kann und will ich das nicht zulassen. Was faselst du da, Isaac? Das alles geschieht doch im Namen des Friedens. Keinen würden sie täuschen, aber mich nicht.
Ich werde sie hier und jetzt stoppen. Nicht nötig. So etwas erledige ich dann lieber selbst. Shinnochi! Endlich begegne ich dir, Shinnochi. Du hast mitgehört? Und mitgelacht. Welch niederes Wesen könnte sich anmaßen zu behaupten, mich kontrollieren zu können. Das hier ist der... Das hier ist dir doch sicher ein Begriff. Der General hält einen Stein in die Luft. Er funkelt in Regenbogenfarben. Der Weltenstein? Wo hast du ihn gefunden? Tatsächlich hatte ich ihn doch schon seit Jahren im Besitz. Nun, wie steht es nun? Es fällt mir schwer, das zu glauben, doch ich werde dir dienen. Was? Du fürchtest einen Stein? Nicht irgendein Stein, du Narr! Den Weltenstein! Nur er vermag mich zu vernichten! Sein Besitzer ist mein Meister. Verzeihen Sie, aber das soll wirklich der Weltenstein sein? Wie meinen? Natürlich ist er das! Unverkennbar, er muss es sein! Nun ja, es ist so. Damals, als ich noch ein kleines Mädchen war, da erzählte mir meine Mutter von dem Weltenstein. Er allein hat die Macht, seinem Besitzer das Schicksal der Welt in Hände zu geben. Doch meine Mutter sagte damals, dass der Stein nicht regenbogenfarbend war. Das kann er gar nicht sein, denn er spiegelt das Herz des Trägers wider. Warum soll er denn nicht regenbogenfarbend sein können? Du redest Unfug, Mädchen! Nein, nein, sie hat recht, Herr General. Ich entsinne mich auch, das als Kind gehört zu haben. Jetzt, wo er das sagt, früher war er nur einfarbig. Das bedeutet... Wie kann ein so unwürdiges Wesen es wagen, mich anzulügen? Du, das ist ganz anders, als du denkst. Ehrlich, ich wollte im Sinne des Friedens handeln. Ein niederes Wesen wie du kann nicht über mich herrschen. Shinnochi zerschlägt die Fälschung des Steins. Und nun? Halt! Bevor du mein Leben beendest! Hinter dir! Was zum... Och komm, der alte Trick! Wäre es nicht so wichtig. Soll er doch in dieser Dimension verenden. Doch nun zu euch. Ihr seid mir als einzige Hürde noch im Weg. Wir sind gekommen, um dich zu vernichten. Ihr wollt mich vernichten? Dass ich nicht lache. Nie im Leben könnten mich sterbliche Wesen auch nur verletzen. Doch ich lasse euch gerne einen Versuch. Ich muss mich sowieso noch vor der großen Apokalypse aufwärmen. Eingerostet lassen sich keine ganzen Landstriche vernichten, von den Lebewesen ganz zu schweigen. Für den Weltenfrieden! Für die Armee! Für eine bessere Zukunft! Ach, wie herrlich. Nun gut, für euren Untergang! Okay, der große Boss Feitsch gegen Shinnochi steht an. Ich fange gleich mal mit normalen Angriffen an. Das hat eigentlich bisher immer am besten funktioniert. Wobei es hier gerade ziemlich lame ist, der Angriff. Na gut, dann werde ich wohl doch ein bisschen Energie benutzen. Die 13. Kugel. Ich hoffe, er vergiftet. Vergiftet jetzt nicht, aber es macht schön Schaden. Spezial. Was? Ach, Ruhe. Okay, ich dachte schon. Ruhe, da werde ich mal einen Wecker klingeln lassen. So geht's ja nicht. So. Tötet manchmal, wird nicht klappen, trifft alle, will ich nicht, also wieder zerschnippeln. An der Stelle. Okay, jetzt liegt anscheinend der nächste brach. Nee, 13 Kugel. Mina muss ich heilen. Heilung. Starke Heilung. Ja, komm, mach lieber. Besser. Wie zu sparen hier. Und jetzt kann ich nicht mehr zaubern. Jetzt gucke ich mal. Ah ja, manchmal mache ich ja doch einen schönen Schaden. Darauf darf ich mich nach wie vor halt nicht verlassen. Okay, mit ihr kann ich gerade nichts tun. Das ging daneben, Shinnochi. So viel zum Thema, ich könnte ihn nicht mal verletzen, ne? Also das sieht doch schon mal ganz nett aus. Mein Schaden könnte nur ein bisschen besser sein, finde ich. Jetzt muss ich heilen. Heilt die Gruppe vollständig? Nein, ich suche die starke Heilung hier auf Keil. Und er kann noch ein bisschen schnippeln. So, zum ersten Mal, wo ich den Kampf relativ
unter Kontrolle habe, muss ich sagen, ohne dass ich mich verdrücke, ein falsches Item wähle oder was weiß ich. Wecker. Und weiter geht der Spaß. So, als nächstes wieder heilen. Zerschnippeln. Ach, Mina ist so langsam. Schnell jetzt. Reicht mir. So. Läuft gut bis jetzt, muss ich sagen. Es läuft fast so gut. Aber es ist der letzte Boss. Vielleicht hat er ja mehrere Phasen oder sowas. Wer weiß, wer weiß. Zack. Und zack. Ja, dass Mina keinen Schaden macht, ist mir schon klar, aber ich wusste gerade nichts mit ihr anzufangen. So, zerschnippeln geht so schön oft, weil es kaum was kostet. Ist natürlich gut. Ich weiß, ich könnte auch Energie benutzen, aber naja. Jetzt wollte ich gerade so ein bisschen was auf alle machen. Halt Mina vollständig, halt alle Gruppenmitglieder schwach, ja, sowas zum Beispiel. Und als nächstes, damit es überhaupt nicht knapp wird, gleich mal Energie. Diesmal vertue ich mich nicht. Stellt Energie vollständig wieder her, dafür habe ich es doch, komm. So. Ich hoffe, das hat geklappt. Es wird wieder so ein lauter Brummer an der Straße vorbei, aber egal, das hört ihr meistens eh nicht. Wegen der Rauschentfernung. Ach, Mist, ich wollte eigentlich heilen. So. Mina, jetzt aber. Nein, warte. Heilung. Heilt alle Kunden. Ja, genau das. Das war ein bisschen über. Oh, schöner Effekt. Allein der war es wert. weiter. Und ein letztes Mal zerschnippeln, dann ist auch seine Magie leer. Aua, mach das doch nicht auf Mina. Aber warte mal, da habe ich genau das Richtige vorhin gelesen. Heilt Mina vollständig, aber schlägt oft fehl. Ah, nee, dann lass lieber. Dann stark auf Mina. Und weiter geht's. Bin am Überlegen, ob ich mir doch nochmal Energie gönne. So, das war so ewig. Werde ich jetzt machen, sobald Mina mal nichts zu tun hat, wird sie Energie schmeißen. Aber jetzt muss er erstmal einen Bäcker raushauen. 11 Stück haben wir noch. So. Gut, ich denke, jetzt kann ich Energie schmeißen. Jawohl. Und zwar auch wieder eine Vollheilung auf unseren Isaac. Soll er gleich benutzen. 13. Kugel. Nein! Kyle, was ist passiert? Okay, nicht schön. Was? Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Super, das hat jetzt Zeit gekostet. Verdammt. Erster kleiner Fail im Kampf. Oh nein! Das ist jetzt ganz ungut. So, ganz schnell Wecker. Mina ist wach und Mina macht Wiederbelebung auf Kyle. So. Isaac, 13. Kugel. Ja, schöner Schaden. Okay, das ist nicht schlimm. Heilung, shit, Heilung leer. Nicht gut. Dann werde ich jetzt etwas vorziehen und zwar die Vitamine für Mina. Machst nochmal die 13. Kugel. So. Item. Früchte-Mix auf Mina. Magie. Heilen stark schon wieder sich selbst. So. Aber jetzt sieht es wieder gut aus, würde ich sagen. War gerade ein bisschen eng. Was ist jetzt? Jetzt kann ich schon wieder. Hallo. Ah, jetzt. Das ist ein bisschen strange. Wecker. Wecker. Noch 9 Stück habe ich. Isaac. Ja. Angriff. Ah, jetzt ist Mina tot. Na gut, ich muss sie retten. Schutzengel, noch 6 Stück. Weiter geht's. Wenigstens ist es eine Vollheilung dieser Wiederbelebung, aber das ist bei Mina. Leider kein großer Unterschied. Heilung auf sich selbst schon wieder. Gar nicht so einfach, Mina am Leben zu halten. Schon wieder. Ach. Er hat es aber auch irgendwie gerade auf sie abgesehen. Kann das sein? Irgendwie schon. So. Ja.
holt sich Mina zurück. Oh nö! Nicht gut. Jetzt muss ich schnell machen. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Aber was macht denn der gerade für einen heftigen Schaden? Ich war auf 90 oder so. Was geht? Was war das daneben? So, jetzt bin ich voll geheilt hier. Jetzt mach mal Harp. Das hätte ich eigentlich nicht machen sollen. So. Okay. Am besten gleich Isaac heilen, wenn er mit Mina dran ist. Nehme ich jetzt auf Isaac. Jawohl. Sieht wieder gut aus. Wie wär's, Shinnochi? Langsam aber sicher könntest du mal sterben. Ich gebe Isaac noch einen Früchtemix, damit die 13. Kugel wieder möglich ist. Weil die macht immer schön Schaden. Wir haben ihn! Sieg für die Armee! 200 DP und den Schutzengel. Keiler Drang 13. 13 Hiebe erlernt, schade. Ob wir den nochmal in Aktion sehen werden? Mal gucken. Vielleicht kommt ja jetzt noch was. Mina Rang 11. Heilige Strafe erlernt. Coole Sachen. Glaubt ihr wirklich, mich besiegen zu können? Wir müssen... Eigentlich dachte ich, dass wir dich besiegt haben, aber okay. Ich verstehe euch Menschen einfach nicht. Ihr setzt euch für alle anderen ein. Liegt euch denn an eurem eigenen Leben gar nichts? Nicht, wenn es im Krieg leben muss. Dann beenden wir es doch ganz einfach. Hier und jetzt! Shinnochi lädt eine dunkle Kugel in seiner Hand auf und richtet sie auf Isaac. Stirb! Isaac! Mina! Nein! Oh Mann. Nicht so ein Drama. Ach, dann stirbt eben sie als erstes. Tut nichts zur Sache. Ich musste es tun, Isaac. Nicht, ich kann ihn besiegen, sondern du. Wie niedlich. Irgendwie seid ihr Menschen doch interessant. Leute, für den Frieden. Mina, nein! Hört auf zu heulen, ihr seid doch gleich dran. Plötzlich beginnt der Friedensstein zu leuchten. Was zum... Isaac, du... Ich bin verändert. Ist Mina in mir? Ist das denn möglich? Steht etwa ein Held vor mir? Das kann nicht sein. Kein normalsterbliches Wesen vermag zum Helden aufzusteigen. Dein Gequatsche geht mir langsam auf den Geist. Isaac zielt auf den Kopf von Shinnochi. Vermag ein normalsterbliches Wesen das zu tun? Du bist des Todes. Oh, fuck. Kyle, du weißt, was zu tun ist. Ich habe das zwar Tränen in den Augen, doch den wahren Feind würde ich nie übersehen. Tun wir es für Mina. Für Mina. Und den Frieden. Jetzt schlägt dein letztes Stündlein. Und es geht gegen den letzten Kampf. Wir haben die Skills von Mina bekommen. Wie geil ist das denn? Sie ist wirklich in uns, kann man sagen. Das ultimative Licht schädigt die Feinde und vergiftet. Das sind die 13 Lichter. Und die heilige Strafe schädigt ein Ziel mit heiliger Magie. Okay, das gucke ich mir mal an. Das macht einen netten Schaden. Okay, Kyle hat, da hat sich natürlich nichts geändert. Zersäbelt das Ziel buchstäblich und vergiftet. Die 13 Hiebe hat er ja bekommen. Okay. Kostet zwar unglaublich viel, aber... Oh, das ist wirklich ein geiler Schaden diesmal. Wow. Das war schön. Okay, jetzt gucke ich mir auch hier die 13 Lichter mal an. Alles 13 am Schluss. Ja, warum auch? Warum nur, ne? Kommt mir gerade in den Sinn. Na, egal. 13 Hiebe. 13 Lichter. Boah, das ist jetzt ein Feuerwerk hier, was wir dem Drachen Inochi entgegenpfeffern. Trotzdem muss ich natürlich auch ein bisschen gucken, was ich hier
den TP mache. So, 13 Liebe. So, das ist jetzt leer, aber das war so geil. Also, das hätte ich... Huch, was ist... Achso, das eine, das macht der Gegner. Okay, ja, schön, dass ich es auch mal kapiere. Ich habe ja gerade gar nichts gemacht. So, 13. Kugel können wir noch machen. Jetzt gefallen mir die Skills. Jetzt bockt das richtig. So. Ja, da ist die ganze Heilung noch dabei. Jetzt muss ich aber mich ein bisschen erstmal buffen. Ein Wecker. Und jetzt würde ich gern Früchte-Mix schmeißen. Jeder kriegt ein. Dann sind die leider leer. Aber vielleicht reicht's ja. Ah, und jetzt muss ich mich heilen. Am besten gleich mit einer Spritze. Komm, Kai muss auch gleich... Nein! Was passiert? Ach, Ruhe, okay. Mit Ruhe komme ich noch klar. Aber erst spritzt du dich. Nein! Nein! Isaac, steh auf! Isaac! Steht auch nochmal auf, ohne Wecker? Jetzt habe ich jetzt ein Problem. Jetzt kann ich hier so gucken, wie mein Lebenswille geraubt wird. Isaac, das ist kacke, wenn du dich wach lässt. Ach komm, du kriegst Schaden, warum bist du dadurch nicht wach? Das ist doch blöd. Tja, das riecht nach Fail, aber ich kann ja nichts tun. Ich wünschte, ich würde nochmal aufstehen, aber das sieht schlecht aus. Komm, das war ein physischer Angriff. Ach komm, da muss man doch wach werden. Das ist verbesserungswürdig. Da kann man ihn gleich totstellen. okay, ich denke, das war's. Machtlos. Konnte nichts tun. Bis zum letzten Mann. Game over. Haben wir schon mal den Game over Screen gesehen? Naja, auf jeden Fall jetzt. Ich würde vorschlagen, das gibt noch ein Part. Ja, der wird dann wahrscheinlich relativ schnell abgehandelt sein, aber wir legen dann einfach noch mit dem nächsten Ending drauf, würde ich sagen. Da müssen wir einfach das nächste Mal noch schneller den Wecker benutzen, damit es zu so einer Situation nicht nochmal kommt. Das ist zu zweit halt unglaublich gefährlich. Ein nicht enden wollender Schlaf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber passiert. Ganz ohne Fails geht's ja nicht. Deswegen freut euch auf das nächste Mal. Dann werden wir diese zweite Form besiegen. Wie gesagt, da geht's dann auch gleich in Form 2. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Bis dann. Wenn es wieder heißt, Let's Play The War.